Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zur 29. Folge du Let's Play Gothic. So, es geht weiter für mich in einer neuen Aufnahmesession. So, wir sind, glaube ich, immer noch im zweiten Kapitel und haben ja die neue Quest erhalten, Almanach. Das haben wir uns, glaube ich, schon durchgelesen. Wir müssen ja den Almanach finden. Haben wir eigentlich schon gefunden, aber ich will es jetzt trotzdem der Vollständigkeit halber. Oh, fuck, warte mal. Springen. Warum wird der komplett leider auszuspringen? Was spiele ich denn gerade? Dark Souls spiele ich gerade. Oder kann man wirklich hüpfen? Okay. Genau, wir machen das trotzdem. Wir haben den zwar schon, aber wir gehen trotzdem nochmal dorthin, einfach so, damit wir es mitgenommen haben. So, jetzt müssen wir nur den Talas finden. Der müsste, glaube ich, irgendwo hier sein. Sagen wir mal, Novize, Talas. Wie redet man so? Genau, ich rede mal über was anderes und rede momentan, sobald er fertig geraucht hat. In der Geschichte muss aber was dran sein. Übrigens, ich werde keine Lernpunkte mehr im Bogenschießen, Armbrustschießen oder Geschicklichkeit ausgeben. So, du bist Talas, ja genau. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Okay. Warte, gib mir und ich bin dabei. Das kostet dich 30 Erz, einverstanden. Wir haben einen Almanach schon, ne? Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich. Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. So, okay, mach. Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung, folge mir. Gut, das haben wir 50 Erz auch noch gemacht. Almanach. Ich habe Talas angeboten, für ihn den Almanach wieder zu beschaffen. Er will mich zum Aufenthalt des Buches führen. Dann gehen wir das an. Das passiert mir. So. Wollen wir mal wissen, eh schon genau, wo er hingeht. Ich weiß nicht, ob... Haben wir die schwarzen Goblins im ersten oder im zweiten Kapitel erledigt? Ich glaube, im zweiten, gell? Sprich, und wir sind noch im zweiten... Und ich weiß nicht, ob da beim Kapitelwechsel auch wieder neue respawnen. So oder so sind jetzt gerade aktuell alle tot. So. Der allbekannte Weg. So, habe ich sonst noch irgendwas gelernt aus den Kommentaren? Wie gesagt, also wir werden erstmal keine Lernpunkte mehr Geschicklichkeit aus und in Bogenschießen ausgeben. Das braucht man eigentlich auch nicht. Und ansonsten... ja, ich weiß, dass man... Warte mal, wie schlägt man zu? So, genau, dass man so links, rechts und flanker, aber... Ich mach's so. Achtung, ins Wasser fallen bitte. Ich bleibe mal beim Ast hängen. So, weiter geht's. Alter, bitte. Quarkalom, ich hab den Almanach gefunden, glaube ich. Ich geh zurück. Irgendwann wird die Leiche zum Sumpf gespült. Dann können sie den Tempel drum kümmern. Ich hoffe, es hat keiner gesehen, dass ich der Letzte war. Mit dem. Dass ich der Letzte war, mit dem er unterwegs war. So. Hey Leute, da bin ich wieder. Wie, wo ist der Tal? Also, ich bin ganz allein rausgegangen. Keine Ahnung, was ihr da meint. Nun einmal nachgeholt. So, rüber da. Ja. Ja, bin ich wieder so hungrig. Mana, Bier, Reisschnaps, Mana, Mana, da. Lebensenergie. Das ist mal.
Hallo. Wenn du meinst. Haben wir eigentlich groß... Na, sollte ich nicht ans Zurück. Ich glaube, ich weiß jetzt genug über die Sektensache. Da steht fast zweimal dasselbe. Ich glaube, ich weiß genug über die Sektensache, dass ich Mordrak etwas darüber erzählen kann. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Ich müsste zum Mordrak gehen, wenn wir uns dem neuen Lager angeschlossen hätten, würde ich mir vermuten. Okay. Gut. Zu Raven könnten wir gehen, aber ich glaube, da waren wir eh schon, oder? Ja. Wir machen mal da weiter. So, Korkalom war da hinten. Gequatscht wird viel. Hallo. So. Was willst du? Dir den Almanach nachgeben? Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Okay. Okay, das hast die Quest ist erledigt. Was ich auch noch nachschauen wollte, ist 20 Lernpunkte. Das ist actually cool. Dann brauchen wir nur 10 und wir können in zwei Hände investieren. Oder in die Kenntnis, zwei Hände benutzen zu können wir investieren. So. Gar nichts dazu. Autsch. Heilkräuter. So, jetzt werden wir, glaube ich, gleich die Starken brauchen übrigens. Soll man zurückgehen, mal zum neuen, zum alten Lager Bericht starten oder soll man einfach schlafen? Ich glaube, wir schlafen einfach. Ich verstehe kann, dass wir da drinnen sind. War doch klar, dass das ärgert. So, und zwar schlafen wir bis Mitternacht. Hi. Gut, ich stört wirklich kann. Alles klar, dann gehen wir zur großen Anrufung. Und schauen wir mal, was passiert. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Kapitel 3: Artefakte von uralter Macht.
So, okay. Das Ganze. Ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Auf jeden Fall der Hyperion. Den scheint es nicht so gut zu gehen. Übrigens, bei mir war das Video in OBS wieder schwarz. Das muss ich wieder nachher einblenden irgendwie. So, dann rennen wir zuerst Gorkalom, Koanga. Rennen wir mal mit dem Mikrofon aber wieder eingeschaltet, mit Gorkalom. Was willst du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Okay. Ich will Erz. Gib mir Erz. Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. Das tut es. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Weiß es die Belohnung von Almanach wahrscheinlich. So, Quanga. So, genau. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Hyperion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Oh, ich kann mich wieder erinnern an den Orkfriedhof und an Balukor. Genau, das haben wir in der Vision eben gesehen, dass man, ja, dass man einen Ork gesehen hat in einer Höhle. Ingo sollte das, glaube ich, noch sagen, das habe ich wieder vergessen. Was für ein Narr. Er vertraut uns, das finde ich cool, dass er da, dass uns am meisten vertraut, obwohl wir nicht mal Mitglied vom Sektenlager sind. Aber wir machen uns natürlich sofort auf den Weg. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Dankeschön. So, genau, das ist vielleicht auch mal gut, wo der ist. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Oh, oh. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Ich hoffe, der ist wieder da. Gut, das will ich eh nicht. Oh, theoretisch. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als okay. Dann. Gut. Gut, gut. Hast du da was getan? Wir gängern dann erst, glaube ich, mal zum Raven. Weil ich will nämlich schauen, ob wir vielleicht schon die bessere Gardistenrüstung kaufen können. So, die große Anrufung des Schläfers lief nicht wie erwartet. Es waren nur sehr undeutliche Bilder von Orks in Höhlen zu sehen. Hyperion, der religiöse Kopf der Bruderschaft, ist durch die Anstrengungen der Beschwörung in eine Art Koma gefallen. Korangar, der Anführer der Templer, hat mich in den Orkfriedhof, ein Höhlensystem in der Nähe des Sumpflagers, zum Ortfriedhof zu gehen. Der Guru Balukor ist bereits mit einigen Templern vor Ort und sucht nach weiteren Hinweisen, um die unklare Vision des Schläfers besser zu verstehen. Der Novize Talas wird mir den Weg zum Ortfriedhof zeigen. Er wartet auf dem Tempelvorplatz auf mich. Gut. Und wir sind im dritten Kapitel. So, ist er jetzt da? Ich glaube kaum. Ich hoffe, er ist da, weil sonst müssen wir den Weg selbst hinten. Das passiert mir nicht nochmal. Ja. So, die Frage ist, soll ich mal jetzt noch schnell ins alte Lager mal schauen? Schauen wir mal kurz hin. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Wir haben ja eh außerdem noch ein paar von denen. Womöglich können wir jetzt, wenn wir im neuen Kapitel sind, wieder neue Tränke kaufen. Wäre natürlich auch ganz cool. Ja. Wollen wir mal.
zwar gerade Nacht, aber das ist eh nicht so schlimm. Vor allem Ding, seht ihr mehr als ich, das ist ganz witzig. Wenn es einmal für mich zu... Alter, dieser Ast da. Wenn es für mich zu dunkel ist, dann brauche ich eigentlich nur zum OBS-Bildschirm rüberschauen. Da ist nämlich heller. Finde ich ganz witzig. Und praktisch. So, ich glaube, es geht da links über diese Brücke zum Orkfriedhof. Wenn ich mich recht erinnere. Müsste da nicht auch wieder irgendwo ein Varan gespawnt sein, oder? Weil dadurch, dass wir das Kapitel gewechselt haben, müssten wir eigentlich wieder Gegner da sein. Theoretisch. Denkt man nur an. So, was haben wir denn? Aber vom Gegner sehe ich zurzeit weit und breit nichts. Außer die schlafen gerade alle, weil es Nacht ist. Kann nämlich auch sein. So, jetzt habe ich wieder gleich da. Wir könnten übrigens einmal einen normalen Speicherpunkt mehr machen. 92. Ja, keine Ahnung, warum man teilweise das Video nicht mit aufnimmt. Oder die Zwischensequenz. Das habe ich ja bei der Intro-Sequenz habe ich das auch schon gehabt. Aber gut. Muss halt dann im Nachhinein wieder irgendwie nochmal neu aufnehmen, das Video. Wo es dann hoffentlich auch wirklich mit aufnimmt. Und dann einfügen. So, Schakal. Ich bin übrigens relativ... Du hast dich ziemlich schnell nach oben gearbeitet. Gut gemacht, Mann. Dankeschön. Schutz... Ja, ich will jetzt Schutzgeld zahlen, bitte. Also eine coole Rüstung wie du habe ich noch nicht. Ich würde gerade sagen, ich bin ziemlich froh, dass wir da noch... alle noch freundlich gesinnt sind. Aus gewissen Gründen. Gut, in Extremos sind wohl jetzt auch weitergezogen. Sind ja gerade auf Tour. Theoretisch. Warum ist in Extremo im Minental eigentlich? Es kann nur so gewesen sein, entweder sie haben was verbrochen. Oder... Ah nein, sind die nur da. Oder... Gomez hat die bestellt. Okay, sie sind da, aber sie spielen nicht mehr. Alles klar. Hallo, Charlotte. So, dann reden wir mal in Raven. Es wäre klug gewesen, vorher abzuspeichern, weil falls das jetzt nichts bringt, dann hätten wir einfach laden können. Aber ist egal. So. Alles klar. Warum putzen die alle im Boden hier? Hey Gomez. Hallo. Hey. Ah, na, dann sagt er wieder, geh zum Raven und belästigt mich nie mehr. Sonst bist du tot. Also Raven ist schon wieder irgendwo. Er ist wahrscheinlich oben wieder in sein Zimmer. Frage ist, wo war sein Zimmer? Da war es nicht. Los. Für Gomez. Ich hab die Tassen brocken. Gut. Brauch unbedingt ein Level-Up. Aber theoretisch wird es nicht mehr so viel fehlen. Du bist der Partolo, gell? Ja. Du hast Neues zu sagen. Rüstung sagen. Hallo, Freund. War keine Schützenrüstung, aber coole Rüstung. Das ist, glaube ich, ein Gomez-Zimmer. Würde ich mir vermuten. Kann ich eigentlich? Okay, so haben wir da steigt in die Wanne. Da ist noch sie. So, theoretisch noch nicht bei Gomez, 24-7 aus dem Sessel sitzt. Hat die Dame ein Zimmer. So, und da ist der Raven-Mann. Das ist aber ein Problem. Was, also ich schlafe jetzt einmal. Ist ja wurscht. Ah, bis zum nächsten Morgen. Ja, sag's das. Hi Raven. Raven, bitte stehen bleiben. Warum wächst du? Ich hab was Hallo. Wichtiges zum Berichten. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Die große Beschwörung hat stattgefunden. Du hast deine Sache gut gemacht. Das war's? Ich halte mich da lieber raus. Okay, das war's anscheinend.
Ja, immerhin 500 Erfahrung wieder. Die Quest. Ah, nein, das ist nicht die Quest. Das ist erledigt. Aber wir haben eine neue Quest. Ja, was wir sicher durchgelesen haben. Okay. Gut. Dann schauen wir jetzt, ob wir sicher die bessere Rüstung kaufen können. Ja, weil der wüsste, der Raven, dass ich ja ganze Prügel schon geplündert habe. Die Rüstung haben wir bei Stone kaufen können. So. Oder was beim Skip? Für Gomez. Ich könnte. Okay, wollten wir schauen, ob wir die Erz haben, so zu kaufen. So. Gibt es was Neues? Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Feuer, Schutz vor Waffen, Schutz vor Waffen. Ein paar Bögen, aber da habe ich schon gelernt, dass wir lassen sollten. Ja, echt coole Zweihandwaffen. Schaut nicht so aus. Ja, okay. Gut, dann. Wir haben noch Minecraft-Eier. Braucht man die noch? Ich hoffe mal nicht. Falls doch, dann müssen wir es wieder zurückkaufen. So, sonst kann ich auch jetzt mal ein wenig was vom Inventar da loswerden. So, jetzt höre ich in Stone Choice. Das ist eigentlich ganz cool. So. Jawohl, annehmen. Dankeschön und ciao. Hey Stone. Für Gomez. Ja. Eine bessere Rüstung. Ich brauche eine. So, wie schaut's denn aus? Kriege ich schon die normale Gardistenrüstung? Ich möchte eine normale Garderüstung haben. In Ordnung. Hier ist deine neue Garderüstung. Lass sie dir nicht zu sehr von den Söldnern zerbeulen. Ja, ich liebe die Dialoge. Ich brauche. Wenn die. So, die ganz schwere. Kann ich die nur mehr kaufen, theoretisch? Ich möchte eine schwere. Nur die höchsten. Okay. Wie gesagt, ich glaube, die werden wir nie bekommen. So, aber wir haben auch automatisch die bessere Gardistenrüstung angezogen. Das ist sehr cool, weil, wenn wir schon langsam schon. Wenn wir schon langsam zu den Orks kommen und wir haben es eh brauchen. Kann ich eigentlich. Ganz eine blöde Frage. Achso, ich habe nur einen. Okay, passt schon. Ich wollte schauen, ob man zwei stärkere Ringe auch tragen kann. Ob das deckt. So, nachdem die Händler da wieder resettet sind, wollte ich mal schauen. Hallo. Hallo. Oh, nein, das ist nicht. Der Torres ist, glaube ich, da der Händler, ne? Sei gegrüßt. Ja, hey. Schriften über Magie. Ich möchte. Hast du irgendwas Besonderes Neues? Wahrscheinlich nicht. Tränke oder. Von wegen hat nichts Besonderes. Verkauft. Irgendwann werden wir mal die ganzen Tränke mal kaufen, also die Heiltränke und so. Aber der Wein noch nicht. 3600 Erz. Nicht schlecht. Jetzt werden wir mal gescheit Inventar mal los. Warum haben wir 22 Becher? Ich glaube, die haben wir alle von der Burg. Mhm. Das nehmen wir auch. Rasiermesser, Besteck, Pokal. Wir verkaufen Torres gerade alles. Oh. Let's go. Was wir in der Burg gefunden haben. Waren ein Schatten. Oh, jetzt haben wir. Oh, ja. Okay. Warte mal. Das wäre noch too much. Schwarzen Weiß nehmen wir noch. Wo ist denn das? Waren jetzt weit unten wahrscheinlich. Ein paar Zähne haben wir noch. Ein Wolfsfell, ein paar Flügel. So, und da müssen wir jetzt aufpassen. Was das? Fuck it. Oh, warte mal zurück. Na! Ich bin. Ups, das wird's nicht. Ich möchte. Ich wollte das eigentlich. Das Ding so mal abbrechen. Gehen. Zack, zack. So. Müssen wir das Ganze nochmal machen. Also fangen wir so mal an. Ja, das machen wir so. Perfekt.
So, dann haben wir wieder ein paar neue Tränke. Weißt du was? Ich muss jetzt trotzdem machen, aus Gründen. Sei gegrüßt. Werde jetzt trotzdem, glaube ich, schon mal ein paar Tränke kaufen. Ich möchte Schrift. Und ich werde später den Grund erfahren, warum ich das jetzt schon mache. Ja, gut. Alles ein bisschen teuer, aber dafür werden wir mal das ganze Zeugs da mal los. So. Da will ich ehrlich gesagt nicht wirklich was verkaufen. Was braucht man da eigentlich bei den Ringen nicht? Geschicklichkeitsbonus, Müll. Lebensenergie, das könnte man. Schutz vor Feuer, 10. Lassen wir es mal. Vorher 3, dann den verkaufen wir. Jetzt ein paar Pfeilen. Dann haben wir 2-mal. 3-mal. Gut, dann haben wir da noch irgendwas los. Man. Magie. Weg. Rüstungen will ich ehrlich gesagt mir behalten. Ah ja, da haben wir auch noch ein paar Sachen zum Verkaufen. Gardenschwert. Yes. So. Alles weg da. Bolzen werden wir auch nie brauchen. Die Pfeile behalte ich mal an Rosting 2, da können wir nur verkaufen. Und down haben wir eigentlich eh schon genug. Dann machen wir es so noch. Und dann müsste das passen. So, perfekt. Annehmen. Gut. Dann haben wir jetzt ein paar Heiltränke auch. Gut, und dann würde ich sagen, was machen wir jetzt so? Hat es in der Burg, hat es uns glaube ich keinen Händler mehr gegeben. Wir könnten jetzt nur kurz zu den zwei Händler da hingehen, sprich zu Fisk und Dexter. Und denen nochmal das Erz abkaufen. Wie viel Erz haben wir eigentlich an das Interesse? 3200, okay. Nicht so viel. Ups. Falls die neues Erz bekommen haben, werden wir das sehen. Ich muss schnell speichern. Die Frage ist, was wir haben eigentlich nicht, haben wir nur irgendwas zum Verkaufen? Ja, theoretisch, jetzt wo wir die Tränke haben, können wir das ganze Essen auch verkaufen. Jetzt brauchen wir das eh nicht mehr. So, Dexter. Ja. Zeig mir. Ich habe hier nur. Okay, der hat überhaupt keine. Der hat kein Erz mehr dazu bekommen. Alles klar, sonst ist schon erledigt. Und dann wird wahrscheinlich der Fisco Waka ein neues Erz haben. Er hat 1000 Erz. Holy shit. So. Pass auf. Rabenkraut werden wir nie brauchen. Bier. Behalten wir mal 37. Reisschnaps behalten wir mal nur ein paar. Was war's? Verkaufen wir komplett. Wir verkaufen das Bier. Wir werden es hoffentlich nie brauchen. Drachen. Was? Wir haben eh schon so viel, okay. Das hat da so einen großen Wert, Bier wahrscheinlich, gell? Okay, beides. Ja gut, dann. Okay. Nehmen wir das noch dazu und wir wollen das Ganze erzielen. So, annehmen. Ah, mal wieder 1000 Erz mehr. Perfekt. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, dann gehen wir noch schnell ins Stecktenlager zurück und dann werde ich Folge beenden. Okay, das sind 2 Minuten, das sind 1 Minute. Das ist wirklich der letzte. Und dann könnten wir ja eigentlich auch noch schnell. Oh nein, das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt mal nur kurz im Sumpflager schauen, ob es auch noch Geschwindigkeitstränke wieder gibt.
So, und ja, jetzt geht es langsam aber sicher zu den Orks. Bin schon sehr gespannt, wie wir sie dort schlagen. Wie viel fehlen uns noch zum nächsten Level ab? Auch nicht mehr so viel eigentlich. Weil, ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss davor, dass wir noch zu wenig Schaden machen. Aber schauen wir mal, vielleicht reicht es für den Orkfriedhof. Wir werden es dann gleich herausfinden, also gleich in der nächsten Folge. So. Ach, Anna geht noch. Schon wieder. Ja, schauen wir noch schnell zum Chor oder Baal. Irgendwie, weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Bin ich gerade einen kleinen Umweg gegangen. So. Müsste, glaube ich, da hinten sein. War nicht besonders. Yep, da ist er. Wenn du meinst. Hallo. Papa oder Satan, genau. Ich möchte. So, du hast. Aber wieder neue Tränke. Das wird wieder teuer. Neue Ränge, glaube ich, ist da. Und nur Schutz, okay. Runden, okay. So, 1800 müssen wir eigentlich zusammenkriegen, oder? Wenn wir da wieder beim Essen ein bisschen was verkaufen. Bis auf keinen Fall. Warte mal. Da machen wir dort beim Wein weiter. Wo war denn das Bier jetzt? Kaufen ist wurscht. Da ist Bier. So. Wie gesagt, wenn irgendwer jetzt noch ein Bier haben möchte, dann müssen wir es halt wieder zurückkaufen. Trinken das. Das wird jetzt zu viel sein. Na, doch nicht. Perfekt. Ja, so machen wir es. Gut, dann haben wir das auch noch erledigt. Passt. Und dann gehen wir jetzt noch zu Thalas. Und dann werde ich die Folge beenden. So machen wir es. So, hopp, drüber hüpfen mit einem Hechtsprung. Der müsste eh noch da hinten stehen. So. Die Bären legt sich wieder hin. So, da ist er wieder. Alles klar. Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Let's Play Gothic. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom.